Ich will mal nochmal auf den Film Tenet eingehen. Also die Welt spricht zu dir. Da müssen wir jetzt gar nicht reden. Ich will jetzt in dem Update auch keine Rücksicht nehmen nochmal auf unreifere Geister, sondern wir wollen jetzt da ein bisschen, ich sage mal, Beweise bringen, wenn du eins und eins zusammenzählst, dass du wirklich in einer Traumwelt, in einer Matrix lebst und das Hauptproblem ist dieses unbewusste chronologische Denken. Ich sage immer, die chronische Krankheit ist unbewusst chronologisch zu denken. Bewusst chronologisch denken ist was ganz was anderes. Das heißt, wir ziehen uns jetzt diesen neuen Film Tenet raus und das ist ein Hammerschlag. Dazu übertrage ich jetzt einfach mal das Bild. Mal mit Audiodateien. Es gibt ja keine Zufälle. Das heißt also, wenn wir jetzt hier, ich fange jetzt erst einmal an, dass wir hier uns so eine Filmbesprechung anschauen von Tenet. Und zwar springe ich hier rein zu 131. Sekunde. Das heißt, in der Mitte ist der Geist, die Synthese und rechts und links steht plus 1, minus 1. Ich sage, es ist ja alles getimed. Das ist ja alles definitiv gleichzeitig da. Immer an das Konstruktprogramm denken. Du bist die einfache Metapher vorneweg. Du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch anhörst, bist ein Computer, beziehungsweise ein träumender Geist. Du siehst immer nur, was in dir auftaucht, aber alles, was prinzipiell auftauchen kann, ist jetzt in dir, im Arbeitsspeicher, ich sage in dem Konstruktprogramm des Videospiels, das du zurzeit spielst, indem du dich vollkommen real als Protagonist in einer virtuellen Umwelt befindest, wo du immer das Zentrum bist. Und wir schauen uns nochmal ganz kurz das Wort Protagonist an. Ach, Entschuldigung. Jetzt. Das ist also hier der erste Schauspieler und Regisseur. Das ist jetzt sehr wichtig. Du bist die Hauptrolle in dem Traum, den du träumst. Als diese Figur, mit der du dich jetzt verwechselst. Das heißt, der jetzt vom Computer sitzt, den du dir ausdenkst, den du ich nennst. Das ist erst einmal hier die Hauptrolle in deinem Traum. Das ist auch die Ego-Perspektive, aus der du alles erlebst, aber du bist auch der Regisseur. Darum ist es auch hier die Hauptfigur und der Vorkämpfer. Unten, wenn wir reinschauen. Da steckt jetzt Agone, der Kampf mit drin. Du hast einen Kampf, den kämpfst du letztendlich mit dir selber. Die Schwierigkeit ist, dass du immer meinst, du hast mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun. Und achte bitte auf diese einfachen Worte, die ich spreche. Es wird immer wieder durch den Zweiten, durch deine Logik ausgelöscht. Dass du irgendwann einmal akzeptieren musst, solange wir jetzt in dem Bereich der reinen Gedankeninformationen bleiben. Ich sage immer wieder, auch sinnlich wahrgenommene Informationen sind genauso Informationen, aber da steckst du im Problem der Vergessenheit, dieser vier Stufen der Vergessenheit mit drin. Darum bleiben wir zuerst einmal an den Gedanken. Es ist hundertprozentig sicher, dass wenn du jetzt was denkst, dass das in dem Moment in dir als Information zu existieren beginnt, wenn du es denkst und es wird genauso sein, wie du dir das ausdenkst. Ob du jetzt an die Funktion von einem Motor oder den Aufbau eines menschlichen Trockennasenaffenkörpers denkst, du verbildest Wissen, das aus dir kommt, das du in dir trägst, das auf deinem Schwamm drauf ist, das diese im Arbeitsspeicher ist, dieses Programm. Okay? Wenn wir uns jetzt einen Film anschauen und du denkst dir einen Regisseur von einem Film aus, muss dir klar sein, dass du diesen Regisseur erschaffst. Du bist praktisch der Regisseur von dem Regisseur. Du bist der Bestimmer von dem Regisseur. Und jetzt schauen wir uns erst einmal hier uns ganz kurz so eine Besprechung von dem Film Tenet an. Bevor wir da reingehen, dieses Wort Tenet ist ja sehr eigenartig in dem Trailer. Ich lasse den noch mal ganz kurz anlaufen. Sie wollen ein Flugzeug crashen lassen? Wie groß ist denn das Flugzeug? Ich mach das einmal nochmal. Sie wollen. Dieser Aufbau, der sich hier so gespiegelt aufbaut, das finden wir in dieser Holoarithmetik auch in dem Wort Dark. Da gibt es keine Zufälle. Es ist natürlich, wenn du jetzt in deinem Leben keinen Fokus auf solche Filme hast, bist du noch ein sehr unreifer Geist. Ich rede jetzt wirklich von welchen, die hier auf der Spur bleiben und sich interessieren für Zeitreisen, für Zeit, letztendlich für sich selbst.
Da bin ich ein bisschen drauf eingegangen, das ist sehr komplex. Das sind physikalische Formeln und zwar aus einer geistigen Physik heraus, mit der Welt erschaffen wird. Das hat nichts zu tun mit dieser newtonschen Physik, mit der Relativitätstheorie und dann doch wieder, weil diese ganzen physikalischen, weltlich-physikalischen Theorien letzten Endes nur Untersysteme sind von dieser Physik, die du mit Holofeeling beigebracht bekommst. Also, wir springen jetzt einmal in den Film rein. Den machen wir mal hier weg. Entschuldigung, in diese klassische Filmkritik. Und zwar starten wir hier ein bei 1,31. Was in der Zukunft geschieht in Tenet, das strömt zurück in die Vergangenheit bzw. in die Gegenwart. Das ist schon ein großes Problem, das stimmt und stimmt nicht. Was in der Zukunft geschieht, es wird in der Zukunft nichts geschehen, alles was passiert, passiert jetzt. Das ist einmal die erste Grundlage, die dir klar sein muss mit Holofeeling. Jeden Gedanken, den du denkst, denkst du jetzt. Denk an diese Einzelbilder, wenn du einen Film anschaust. Die entspringen aus einer tieferen Ebene in der Transversale, aus einer Datei, das haben wir tausendmal durchgekaut. Dieses Denken ist das erste große Problem, das du überwinden musst. Zu glauben, du könntest irgendwas in der Zukunft tun. Es ist hundertprozentig sicher, dass du nicht in der Lage bist, in einer Stunde ein Glas Wasser zu trinken. Du kannst jetzt dran denken. Aber wenn du es tust, tust du es auch jetzt. Und es ist auch in der Vergangenheit nichts passiert. Du kannst jetzt dran denken, dass du in der Vergangenheit dieses oder jenes getan hast oder dass dieses oder jenes passiert ist. Aber was de facto hundertprozentig sicher ist, es ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Stimmt oder stimmt, Redo? Absolut. Lassen wir das weiterlaufen. Absolut. Die Zeit läuft hier in diesem Film in beide Richtungen. Und das haben wir so noch nie gesehen. Erstes großes Problem, Zeit läuft nicht von der Vergangenheit in die Zukunft und genauso wenig von der Zukunft in die Vergangenheit, sondern wir müssen, erinnere dich, wir müssen das erst einmal drehen. Das Beispiel erkläre ich jetzt nicht nochmal. Alles, was ist es hier? Wir müssen erst einmal die jetzt ausgedachte Vergangenheit und Zukunft in die Transversale, in die Vertikale drehen. Dann rechnen wir was jetzt hoch oder wir steigen in unsere Erinnerung hinab. Dann können wir es nochmal drehen, dass wir dann eine Tiefe kriegen, eine Vorstellung kriegen, was natürlich sehr interessant ist, was das Wort Tiefe bedeutet. Da springen wir jetzt ganz kurz einmal hier rein. Wir schauen uns kurz einmal die Tiefe an. Was bedeutet eigentlich Tiefe? Wo kommt das Wort eigentlich her? Ganz normale Etymologie, lass dich einmal überraschen. Das ist erst einmal das Gegenwort zur Höhe. Ich rede von der transversalen. Das ist eine senkrechte, eine lotrechte Ausdehnung nach unten, das Gegenteil von oben. Eine Entfernung unterhalb der Bodenoberfläche, der Wasseroberfläche. Ich sage immer Gedankenwelle, ein Wellenberg hat unter sich das Tal. Wenn du das zeitlich mit vorher und nachher setzt, ist schon das Problem da. Dieser Sinus entspringt aus dem Einheitskreis und solange du den Einheitskreis hast, ist die Plushälfte und die Minushälfte gleichzeitig da. Okay? Jetzt ganz interessant, eine Ausdehnung, die Ausdehnung einer Fläche von vorn nach hinten. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Das nennen wir Perspektive. Jetzt immer dran denken, Spekulum heißt Spiegel. Eine Perspektive ist die Tiefe in einem Spiegel, der als Ding an sich überhaupt keine Tiefe beinhaltet, weil der ja nur eine Fläche ist. Und das ist jetzt diese Ausdehnung einer Fläche von vorne nach hinten, heißt praktisch die Ausdehnung eines Spiegeltunnels, wenn wir den jetzt da so hinstellen, von vorne nach hinten. Das aber, wenn ich jetzt nochmal einen Schritt drüber gehe, unser klassisches Beispiel dieser Spiegeltunnel mit den zwei Spiegeln, mit dem Lämpchen dazwischen, dass diese Tiefe ja gar nicht existiert. Sie befindet sich, die Existenz befindet sich im Zentrum. Darum ist es die Ausdehnung einer Fläche von vorne nach hinten, ist eigentlich ein totaler Blödsinn, dann ist es nämlich keine Fläche mehr. Darum heißt es, dass das Innere eines Raums. Aber der Raum ist nur ein Traum. Und ein Traum spielt sich nur in einem Punkt ab. Jetzt könnte ich sagen, hör dir das vorhergehende Selbstgespräch nochmal an mit der Kamera Obscura. Okay, ein tiefer geistiger Gehalt. Jetzt komme mir der Sache schon näher. Wenn du hinabsteigst in deine eigene geistige Tiefe, in deine Erinnerung, all das Zeug, das du vergessen hast, zum Beispiel vergessen, wer du wirklich bist, das Innere des Menschen, die Gedankenwelt, die Gefühlswelt, du musst hinabsteigen in deine eigene geistige Tiefe. Und jetzt können wir da viele, viele Beispiele machen, das Innere eines Raums, ich könnte sagen, das Innere eines Traums. Und das ist natürlich immer wieder, wenn jetzt das hier heißt, hausgehöhlt.
nicht flach, übertragen, dunkel. Das ist immer die ersten Worte, wo drin stehen, sind immer sehr raumzeitlich eingefärbt. Du wirst aber merken, umso mehr wir jetzt in die Tiefe der Worte hineinsteigen, dann kriegen wir, ups, plötzlich den UB. Okay. Das ist dann hier Wald, das Tal. Das ist ja, Tal wiederum ist ja GI. Ja. Der Geist Gottes. Ja. Das ist der immer seiende Gott. Ja. Wenn wir hier reinspringen. GI, der Geist Gottes. Ja. Das ist jetzt die Niederung, das ist der Talgrund, das geistige Rund von El Hayom, die Tiefe, der Abyssus des Meeres, wenn wir hier reinspringen. Und dann wird es natürlich sehr interessant, wenn wir jetzt zum Beispiel das Hohl, da kommt immer das Wort Hohl. Tief ist gleich Hohl, UB. Aber schau mal her, steht da nicht HBH? Da muss man schon genau hinschauen. Ja, komm. Da ist das HBH mit da, das ist dieses kreisende Licht mit zwei Wahrnehmungen. Du hast jetzt definitiv nur anders das chemische Wort für Wasser dastehen, nämlich H2O. Ja. Gut, aber da wollen wir nicht so arg uns verlieren, wir hören uns die nochmal weiter an. Das ist nicht ein Zeitreisefilm, der 2030 und 1995 spielt. Nein, wir sehen hier wirklich, wie Zeit eben, wie Zukunft und Gegenwart sich in einer Szene treffen. Das ist. Und jetzt mach schlichtweg und einfach wieder die Vorstellung der Kamera obscura. Ich mach's jetzt einmal so. Die Zukunft und die Gegenwart ist wie vorm Spiegel und hinterm Spiegel. Und die treffen sich im Spiegel, im Rai, im Kopf des Schöpfergottes. Weil letztendlich immer alles jetzt ist. Es ist in der Datei als Kontinuum jetzt und es ist diese Facette, die du heraushebst, ist jetzt. Und ich sage, solange du nicht akzeptierst, dass ich jetzt rein bewusst ausgedacht, ich stehe vor einem Bücherregal, dann sehe ich viele Bücher. Ich kann mir jetzt in jedes dieser Bücher, wenn ich mich hineinfokussiere, viele Seiten denken und jede Seite hat viele Zeilen und auf den Zeilen sind Worte und ich kann aus den ganzen Worten, die sich in dem Bücherregal, in den Büchern befinden, ein Wort immer erst dann zu einem Geräusch machen, es aussprechen oder denken, wenn es nur gedanklich ist. Immer nur eins. Aber egal, welches Wort ich jetzt von dem ganzen Bücherregal aus den Büchern ausspreche, ich spreche es jetzt. Und ich mache jetzt eine Vorstellung in Maßsetzung meiner Logik aus dem Wort eine Vorstellung. Genau. Das ist dieser eine Punkt. Das ist hundertprozentig sicher. Es ist ein vollkommen neues Weltbild, das hier beschrieben wird. Und all diese Problematik, dieser Mindfuck, wo ich angesprochen habe, diese, jetzt können wir natürlich wieder das Mind, können wir jetzt alles wieder genauer anschauen, die Wörter, diese Hirnwichserei, wie ich das nenne, dieses Hin und Her, ist das große Problem, dass du nicht bereit bist, als Geist deine raumzeitliche Denkart zu opfern für ein vollkommen neues, wesentlich komplexeres, ganzheitliches Denken. Und diese Figuren, die jetzt auftauchen in den Filmen, ist ja eine reine Interpretationssache, was er erzählt. Du merkst auch, wenn du jetzt da mehrere Trailer dir anschaust, oder da sind ja viele Besprechungen über Denne drin. Dass das Hauptproblem ist, wo die nicht mitkommen, wo die kritisieren, ist in erster Linie, weil sie nicht mitkommen mit diesen Zeitebenen, mit den Hin und Her. Und es ist so einfach zu verstehen in dem Moment, wo du ganz bewusst immer dir diese einfache Metapher mit Arbeitsspeicher und Einzelbilder, die in dir auftauchen, wenn dir das bewusst ist, löst sich das alles auf. Die ganzen Probleme sind wie das Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Du kriegst ein Heureka und sagst, was ist das für ein Blödsinn, an das ich bisher geglaubt habe. Wirklich fulminant, wie das gelöst ist. Eine Wissenschaftlerin zeigt dem Protagonisten Trümmer von einem Krieg aus der Zukunft. Gegenstände können temporal invertiert werden. Die Pistole, die der Protagonist dann abfeuert, die feuert keine Kugel mehr ab, sondern sie fängt die Kugel wieder auf. Es ist ihm schlichtweg und einfach passiert Folgendes, dass alles, was du dir ausdenkst, kehrt wieder zu dir zurück. Aber du denkst es dir jetzt aus und es kehrt jetzt wieder zurück. Das Umformen der 200 Gramm rote Gnede, so ein simples, einfaches Beispiel. Du bist der Geist, der ständig seine Informationen austauscht und jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Aber das passiert jetzt. Ich muss irgendwann einmal begriffen haben, dass diese longitudinale Sichtweise von Vergangenheit und Zukunft dir zwar ermöglicht, einen Jetzt-Gedanken um dich herum in Raum und Zeit zu verstreuen. Aber egal, wo du dir räumlich oder zeitlich was hindenkst, es ist hier und jetzt eine Information, die immer im Jetzt sich verändert
ohne dass sich dabei an dem, der das denkt und der das erlebt, in irgendeiner Art und Weise was verändert. Genau. Darum hast du dein jetzt ausgedachtes Leben, jetzt denkt man Vergangenheit, ist aber wir denken an nichts Bestimmtes. Du hast dein jetzt ausgedachtes Leben, du selbst als träumender Geist, diese 200 Gramm rote Gnede, wie ich das nenne, hast dich überhaupt nicht verändert. Nein. Du musst ein Gefühl bekommen für etwas, was nicht existieren kann. Du musst ein Gefühl bekommen für etwas, was du selbst bist. Ewiger Geist. Und das kann dir bewusst werden, aber nur dann, wenn du Geist bist. Und versuch das bitte nicht irgendwann in Gedanken von dir zu erklären. Darum sage ich, das Wesentliche bei Holofeeling, ich erkläre es den, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und der ist als Ding an sich, Ding, das Gesetz des Geistes, der er selbst ist. Ich erkläre dir praktisch die Gesetze, mit denen du Traumwelt aufbaust. Ja. Dazu braucht man immer wieder ein Programm, aber das musst du mal wissen, dass ein Computer ohne Programme keine Bilder machen kann. Ja. Ohne Daten und Programme. Programme sind ja nur Regelsysteme, in denen in irgendeiner Art und Weise mit Daten jongliert wird. Ja. Und darum sage ich immer wieder, setz dich als träumenden Geist oder ich setz dich als Computer, das sind oder als 200 Gramm rote Gnede, das ist immer dasselbe. Mit diesen unterschiedlichen Metaphern versuche ich nur unterschiedliche Möglichkeiten deiner Geistigkeit darzustellen, wie du funktionierst. Was jetzt wichtig ist, wir haben mal festgestellt, der Protagonist ist auch der Regisseur. Der Regisseur ist Christopher Nolan. Jetzt springen wir da gleich einmal rein. Wenn man sich mit dem auseinandersetzt, ich sage immer, Nomen ist Omen. Wir schauen mal die Filme an, die er bis jetzt gedreht hat. Wichtig ist Memento. Was passiert in Memento? Ein Film, der zeitlich in der Handlung rückwärts läuft. Es ist natürlich so, dass jetzt im Gegensatz hier zu Tenet, und bevor wir auf Tenet gehen, müssen wir natürlich jetzt gleich einmal schauen, was Tenet eigentlich bedeutet für einen, die es nicht wissen. Wir springen einfach mal rein und schauen uns hier, was Tenet bedeutet. Das ist ein Dogma, eine Lehre, ein Lehrsatz, ein Glaubenssatz, ein Grundsatz. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass man das hier sich klar macht. Wir reden hier von einem Dogma. Die Lehre, dein Schwamminhalt, dein Programm, das du zurzeit ablaufen hast, wo hier unheimlich viel angeblich bewiesen ist in der Religion oder in der Naturwissenschaft, ist alles Blödsinn. Ich sage nochmal, all dieses Zeug, wenn man sehr genau ist, was du feststellen, du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Alles, was du dir jetzt als Makrokosmos oder Mikrokosmos, als das im klassischen Wortsinn unvorstellbar große oder unvorstellbar kleine, hast du vom Hörensagen irgendwie gehört, dass es so sein könnte und man hat dir das so erklärt, dass es so ist und du stellst dir jetzt halt das so vor, dass ein Atom aus Protonen und Elektronen und Neutronen besteht, das hat noch nie einer gesehen, es hat auch noch nie einer die menschliche DNA gesehen, weil die ja so unvorstellbar klein ist, wir sind da drauf rumgegangen. Aber diese ganzen Theorien und Axiome, an denen dieses naturwissenschaftlich-religiöse Weltbild sich festmacht, sind nur geistlos nachgebabberte Mutmaßungen, die nichts mit der wirklichen Wirklichkeit zu tun haben. Die sind austauschbar. So wie das heliozentrische Weltbild und das geozentrische Weltbild. Für dich wird es so sein, wie du dir das ausdenkst, aber weder das eine noch das andere kannst du überprüfen, mhm. aber dann doch wieder durch Glauben kannst du nämlich sehr, sehr viel verwirklichen, auch auf deiner VR-Brille. Okay? Das heißt, dieser Christopher Nolan, dann haben wir Insomnia, schlaflos. Batman Begins geht eigentlich auch in diese Richtung. Dann Prestige, ganz toller Film über die Magie, über Zauberei, über Manipulation, Selbstmanipulation. Dann haben wir nochmal einen Batman-Film. Dann haben wir Inceptions. Wir wissen, Traum in Traum in Traum. Dann haben wir nochmal einen Batman-Film, der übrigens sehr, sehr tief ist geistig, wenn man das sieht. Dann haben wir Interstellar. Da greift man jetzt voll zurück auf diese allgemeine Relativitätstheorie mit den Phänomenen, mit Zeit und mit Masse, wie sich das verändert. Dunkirk ist auch geistreich, ist er wenn mehr Kriegsfilm und jetzt kommt 2020 Tenet. Du siehst, dass dieser Regisseur all die Sachen, die hier passieren, wirklich extrem eingreifen in Zeit rückwärts laufen. Bei Memento ist es ja so, dass man einen Film ja nicht rückwärts laufen kann, da müsste die Sprache und alles rückwärts laufen, der macht es so in kleinen Schritten. Der Film beginnt praktisch am Ende. Und du stellst dir jetzt vor, dass er, wenn man den Film nicht kennt, ich sage jetzt einfach mal, die letzten 5 Minuten laufen lässt und dann springt er vom Ende vor
auf die Punkt, die letzten 10 Minuten, schaut sich dann von der letzten 10 Minuten das Stück an, dann springt er wieder eins vor. Das sind lauter so kleine, wie so kleine Schleifen, die nach hinten gehen, wenn du die Maus anschaust auf dem Bildschirm. Ja. Der lässt also den Schluss von dem Film laufen, springt immer eins vor, um das darstellbar zu machen. Weil er lebt ja im Memento, hat er ja sein Langzeitgedächtnis verloren. Da muss er sich alles aufschreiben, der hat nur Kurzzeitgedächtnis, was schon ein großer Hinweis ist auf das Hier und Jetzt. Aber woher weiß dieser Nolan das alles? Wieso macht er eigentlich solche Filme? Was würdest du sagen? Nolan ist der Omen. Schlichtweg, so ist es. Ich sage jetzt mal ganz einfach, weil du dir das so ausdenkst und das macht er natürlich nur so, wenn du dir das so ausdenkst. Ja. Aber jetzt schauen wir mal, was da drin steckt, wer sich hinter den Nolan in Wirklichkeit versteckt. Ja. Zuerst einmal, jeden Menschen, den du dir ausdenkst, der beginnt in dem Moment zu existieren in dir, wenn du ihn denkst, hier und jetzt. Und der wird dann das getan haben, in der Regel, was du dir angelesen hast. Das kannst du nur erleben, wenn jetzt zum Beispiel dieses Video, was jetzt läuft, was du erlebst, setzt voraus, dass du diese Filme, dass du schon in einem gewissen Wissenskomplex drin hängst. Mhm. Ich kann mir jetzt Menschen ausdenken, wenn wir jetzt normal reden, die von den Filmen überhaupt nichts wissen, weil die da keinen Fokus drauf haben. Ja. Aber das ist bei dir nicht der Fall, sonst würdest du dich nicht mit Holofilling beschäftigen. Genau. Okay, das heißt, du denkst, jetzt hast du mal den Christopher Nolan aus, aber als träumender Geist kannst du dir das nicht raussuchen. Und wer lässt dich das jetzt denken? Wer lässt dich das jetzt denken? Du selbst. Ja, das braucht man. Ich könnte jetzt sagen, ich, dein höheres Ich. Und jetzt schauen wir mal, was da eigentlich in dem Namen drin steckt. Also den Christ, der erübrigt sich von selber. Ja. Wie geht es dann weiter? UP. UP ist UP. Ja. Der Christ ist UP und das ist der Quintessenzkopf. Ja. HR. Ja. Ich lasse das einmal so einfach. Ja. Da wollen wir nichts auch aussuchen, aber dann schauen wir uns mal den Nullen an. Den schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an, wenn du meinst, das sind Zufälle. Es gibt keine Zufälle in deiner Welt. Es ist eine arithmetische, perfekte, absolut göttliche Struktur, im Hintergrund ein vollkommenes Programm, das bei aller Bescheidenheit ich erschaffen habe. Da kann man auch wesentlich gigantischere Programme machen. Wir schauen uns zuerst einmal den Null an und spielen jetzt mal in allen Facetten durch. Wir machen zuerst einmal das O mit einem L. Wohlgemerkt, dieses Vokal in der Mitte des O kann man auch weglassen, aber ich schreibe jetzt extra mal die Möglichkeiten. Das erste, was du hast, ist der Webstuhl. Jetzt schauen wir mal, wenn wir das schreiben, rotes N, Waff L heißt bewusst geistiges Sein und aufgespanntes physikalisches Licht. Ja. Das Wurzellicht, rot geschrieben, verbunden im Kopf, Geburtsgeber ist Gott und das ist Licht. Plus ja. Minus Licht gleichzeitig. Okay, der Webstuhl, wir können das auch schauen, in Null, ganz rot schreiben. Ja. Das reine Sein ist verbundenes Licht. Steckt das schon wieder mit drin. Und dann haben wir noch das Licht, das aufgespannt ist. Es ist Licht und es ist Licht. Schauen wir uns dann gleich an. Und das ergibt einen erwachten Geist. Das ist sehr wichtig. Wir haben ja zwei Seiten. Wir haben einen Geist, der immer ist, der träumt und immer ständig wechseln Informationen. Ich UB teile mein Wurzellicht in zwei Lichthälften, die da sind. Ein Licht. Dies ist das limitierte Bewusstsein und ein bewusstes Geisteslicht ist auch ein Licht. Das ist unsichtbares physikalisches Licht. Das ist unsichtbar. Da können die Physiker so schnell was einreden von Wellen und von Teilchen. Das sind alles wieder Vorstellungen. Okay. Es sind Theorien. Zeig mir Licht als Ding an sich. Es geht nicht. Du kannst mir weder Photone zeigen, noch irgendwelche Lichtwellen zeigen. Es sind Vorstellungen, die du dir in dir aufbaust, weil man dir das erzählt hat. Ja. Bin ich reichlich darauf eingegangen, wenn jetzt dort dein Ego Veto schreit und so ein Blödsinn, du quälst dich bloß selber. Dass ich angeblich mit 300 Shin 1000 11 Kilometer, 11 heißt ja 1000 unendlich viel, Kilometer in der Sekunde, wodurch, woraus alles besteht, Raum und Zeit durch alt. Und dort angeblich Materie sichtbar macht. Licht ist die Materie. Da muss man die Einstein-Formel wirklich verstanden haben. Materie ist hochkonzentriertes Licht in einem Punkt. Was jetzt ganz wichtig ist, schau mal her. Das ist Null. 86 ist UP. Ich habe schon gesagt, in dem Vornamen, der heißt ja eigentlich genau genommen Christopher UB Edward. Ed, was ist Ed? Zeuge bis Ewigkeit.
ARD. Ich will jetzt dann nicht so rausholen. Bei ARD denkst du an ersten allgemeine Rundfunkanstalt Deutschlands. Ja. Das ist es aber nicht. Das ARD bedeutet noch wesentlich mehr. Okay, und dann haben wir als letztes haben wir in den Nullen des Arm. Halt, wir wollen ja da noch die anderen Möglichkeiten durchspielen. Dann können wir das natürlich hier mit einem mit das O mit einer 70 machen. Der Schuh, oder? Ja. Das ist der Schuh, jetzt ganz interessant. Da haben wir schon mal her, Sand. Mhm. Ich habe immer wieder gesagt, Sand, Rand, Land. Der Menschensohn, die 86, UB 86, steht mit einem Bein im Meer und mit dem anderen auf dem Land. Sand, Rand. Das heißt, Raumzeit ist die Schöpfung einer existierenden Öffnung, und die heißt Auf- und Abschwingen. Genau. Ale ist unsere Beschwörungskunst, ALH. Ja. Das ja. ist einmal die Beschwörung und der Fluch, je nachdem. Das sind die zwei Seiten. Du beschwörst es. Du beschwörst das Gute genauso, wie du das Negative beschwörst. Jetzt heißt es auch, sich Schuhe anziehen. Das heißt doch hier, wenn der Mose auf den Berg hochgeht und dann das erste Mal auf den Jahwe trifft, der sagt, ich bin der, ich bin. Das heißt es doch, zieh deine Sandalen aus. Ja. Sand ist ja das Wort Sand wieder, hebräisch heißt ja Chol, heißt das Weltliche. Ja. Du bist die Grundradix, dieses Abschließen, Einschließen, Beenden, heißt eigentlich hier, du bist ihm was eingehüllt. Ja. Das, was dich einhüllt, ist praktisch die Beine, die Regel, auf hebräisch Regel, die berechneten Wellen, die dich einhüllen. Ja. Das ist jetzt verrückt, das sind deine Regeln. Das ist RGL. Wenn wir das nochmal lesen, sind eigentlich das Polare eine, könnte ich immer lesen, oder Polarität ein. Das ist das hebräische Wort für Bein. Ja. Und da ist ja die Sandale, das hört dich ja ein, das ist ja der Schuh, den du dir anziehst. Ja. Ganz nebenbei, dass dieser Schuh Shinhe wiederum das Lamm ist. Ja. Ja. Und das La-M, die Lichtschöpfung, besteht aus 2 MM, Wellenberg und Wellendal gleichzeitig. Ja, und der Schuh besteht aus Leder. Genauso ist es und es ist Or, das dich einhüllt oder die Haut. Wenn der Adam aus dem Paradies rausgeschmissen wird, heißt es, und er macht sich ein Kleid aus Or. Genau. Mit 70 geschrieben. Mit Aleph geschrieben ist es das Licht. Ja. Das Lichtkleid, das du ja selbst bist. Ja. Und dann heißt es Leder, die auseinandergeschmissene Generation. Und das ist auch deine Haut und das sind die wahrgenommenen Zeichen. H-A-U-D. Gut? Absolut rund. Jetzt machen wir diesen Nolan einmal mit einem A. Halten, jetzt sind die 70, müssen wir doch genauer anschauen. Entschuldigung. Wir waren ja erst bei dem Schuh. Ja. Das ist im Hebräischen, heißt es auch hier, verschloss, verriegelte. Wir gehen, steigen, wir ziehen hinauf. Wir, rot geschrieben. Ja. Weil das O ist ja hochheben. Imperfekt gelesen, wir werden hochgehoben. Ja. Was ist jetzt das Spiel mit den Gedankenwellen? Genau. Immer dran denken, mit Waff ist es die 86. Du wirst jetzt hochgehoben. Ja. Damit hüllst du dich in was ein. Das heißt, du ziehst dir jetzt ein Lamm an. La-MM. Schließen, umhüllen. Ich hebe etwas hoch, eine Gedankenwelt. Ich bekomme an der Oberfläche Unterschiede, ja, die mich einhüllen. Das passiert in Mose 3,5. Ziehe ja deine Schuhe deine aus von deinen Füßen. Sieh das, was dich einhüllt, sagt das Erste, was hier diese brennende Doppelsch zu dem Mose sagt, zieh das, was dich einhüllt von deinen Füßen. Du stehst auf heiligem Boden. Das ist das Zentrum in der Kambarabsur-Kura. Ja. Jeder bewusste Menschengeist wird seinen selbst ausgedachten Scheiß, das sind Exkremente, von uns vorgesetzt bekommen, bis er bereit ist, im Spiegel, das sind Spiegelungen, ja, ihn wieder selbst zu fressen. Das heißt, jeden Gedanken, den du denkst, den du dir vorstellst, den du dir ausdenkst, den musst du wieder zurücknehmen, um dir den nächsten Gedanken vor dich hinstellen zu können. Aber dieses Spiel deiner Vorstellung und des Ausgedachten spielt sich niemals außerhalb deines eigenen Kopfes ab. Weil alles, was dein Geist träumt, befindet sich niemals, egal wo sich der träumende Geist was hindenkt, in seiner Selbstvergessenheit. Es befindet sich immer in seinem eigenen Kopf. 100%. Im roten Kopf, nicht in dem blauen, weil der ja auch erst existiert, wenn du dran denkst.
getroffen hast. Das heißt, du bist auch dann da, wenn du nicht an deinen Kopf deckst. Da gibt es nichts zu diskutieren. Und wenn jetzt einer diskutieren will, ich sage immer wieder, Haken ab. Das ist kein Unterschied, ob du jetzt an einen Menschen denkst, der da überhaupt nur negativ reagiert, oder du denkst an einen Stein oder an einen Baum. Es spielt keine Rolle. Es ist kein Geist im Hintergrund. Wenn ein Hauch vom Geist ist, muss er sagen, hey, so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen. Das ist hundertprozentig sicher. Das Spiel spielst du alleine mit dir. Du kannst jetzt mir vertrauen, kannst auf mich hören oder du kannst es sein lassen. Ich zwing dich nicht. Ich kann immer nur sagen, ich sage dir nicht, was du glauben sollst. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und wenn du Geist bist, wirst du das zu schätzen wissen. Und wenn du kein Geist bist im tiefsten Innern, sondern nur ein Gedanke von dem, der dich ausdenkt, wird der dich ausdenkt, das relativ schnell mitkriegen, dass dieser Gedanke überhaupt keine Verbindung zu Geist hat. Genau. Okay? Ja. So, und jetzt machen wir die 0 noch mit AL. Können wir auch. So, und jetzt steht es schon da. Wir werden nichts, das heißt, wir werden Gott. Ja. Und das nächste bei unserem Nolan ist jetzt das AN. Wir haben in unserem Nolan hinten noch ein AN. Da wird es jetzt natürlich ganz interessant. Was passiert, wenn wir AN waren? Dieses Schöpfersein. Weißt du, was das auf Hebräisch heißt? Das ist übrigens 81, ne? Ja. Weißt du, was auf Hebräisch heißt? Kannst du dich erinnern? Nein. Wird er gleich kommen, schau her. Heliopolis. Aber hallo, genau. Ah, das ist der sehr geehrte Herr am Briefanfang. Ja. Man nennt die oft immer wieder im Englischen auch einzelne Schreiben Briefe. Und die wichtigsten Schreiben, die dir zur Verfügung stehen, sind die Offenbarungsbücher. Und da ist ganz am Briefanfang das erste, heißt Ich bin du. Ja. Das ist der sehr geehrte Herr. Das ist der, der sich alles ausdenkt. Den solltest du ehren. Und wenn ich jetzt sage, der sich alles ausdenkt, das bist du schon ein bisschen. Zumindest denkst du dir deine jetzige Welt aus. Die Welt, die du dir jetzt ausdenkst, ist so, wie sie von dir ausgedacht wird. Das ist aber eine ganz eigenständige, individuelle Traumwelt, die von dir erschaffen wird, in Maßsetzung deines Intellekts, den du zum Denken benutzt, der eigentlich genau genommen nur eine Facette deines wirklichen Intellekts ist, wenn du absolut denkst. Ja. Von dir aus gesehen lebst du mittlerweile nicht in der eigenen Meinung, sondern in der Anderung, in der Meinung deiner Lehrer und Erzieher, die du noch, das ganze Wissen, das du nachplapperst. Was aber auch Wissenselemente sind vom Heiligen Ganzen, ich betone das immer wieder. Die sind auch nötig, aber sie sind extrem fehlerhaft, unvollkommen. Okay? Dieses An, jetzt auf Hebräisch, heißt wo, wohin, Schöpfer sein und schöpferische Existenz. Das ist das, was ich sage. Du bist der Schöpfer als träumender Geist für deine Traumwelt, aber die eigentliche schöpferische Existenz ist der Intellekt, den du dir ausdenkst. A und N steht für die erste Person in Ein- und Mehrzahl, auf Hebräisch. Als Vorsilbe, als Suffix. Beide stammen von derselben Person im Perfekt ab. Jetzt Auen mit einem Waff dazwischen ist Unrecht und die Sünde. Rot geschrieben ist es die Zeugungskraft und die Stärke seiner Wortmatrix. Aber wir gehen nochmal auf das Heliopolis ein. Heliopolis, jetzt müssen wir in das alte Ägypten reinfahren. Ich mache das einfach mal so und jetzt kommt es natürlich schon los. Das heißt, schau mal her, UB. Das ist die, ich nenne das immer die Sonnenstadt. Es sind, alles, was du dir jetzt denkst, sind so symbolische Bilder. Das ist das alttestamentalische On. Gibt es ein schönes Update übrigens. Bitte? Gibt es ein schönes Update? Weiß ich. Sind wir schon drauf eingegangen? Ich will bloß sagen, man nennt es auch übrigens das Haus des Benno. Ja. Jetzt wissen wir, da zuerst einmal, was ist der Benno? Wir machen einfach, wir schreiben das mal auf Hebräisch hin. Der Ben ist ja der Sohn. Ja. Darum ist es die Sohnenstadt. Und das Waff am Ende heißt sein. Sein Sohn. Und dann heißt es sein Sohn. Aber auch interessant, das heißt auch durch uns in uns. Ja. Das heißt, in eins gelesen heißt es, sein Sohn ist in uns. Ja. Sein Sohn aber auch in uns und durch uns. Sage ich nicht immer, ich bin jetzt in dir und du Geist, der du dir jetzt den Udo ausdenkst. Du bist nicht nur ein Einziger, dann machst du schon wieder ein Intellekt, eine Person aus dir, sondern das ist dieses rot geschriebene Wir. Ja. Was du bei den Worten denkst, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst.
Das heißt, die Informationen, die du zu sehen bekommst, bestimmt der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Wir springen jetzt einmal hier in diese Selbstgespräche aus dem Naturfreunde Cinema Paradiso, 5.6. Teil. Wo ich da sehr genau darauf eingehe, dass ich dann, wenn du das Video dir anschaust, sage ich, das, was du jetzt im Moment wahrnimmst, sinnlich wahrnimmst, hängt davon ab, wer du jetzt in dem Moment, während du den Udo sprechen hörst, zu sein glaubst. Okay. Wenn du hier jetzt glaubst, du sitzt im Bleinfeld in dem Saal, dann sitzt ein sinnlich wahrgenommener Udo in einer gewissen Entfernung vor dir, aber mit einem anderen Charakter, wenn du jetzt das Video anschaust, dann hast du nur einen Bildschirm vor dir. Es ist aber letztendlich im Groben, was der Udo spricht, dieselbe Information. Bloß einmal spricht halt ein sinnlich wahrgenommener Affe, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu sitzen scheint zu dir, und das andere Mal hörst du einen Lautsprecher zu und schaust ein Pixelmännchen auf einem Monitor an. Ja. Das Wesentliche sind nicht die Bilder, sondern die tiefere Schicht. Und das eigentliche Wesen, das das erlebt, das bist du selbst. Gewesen, ja. Das Gewesen, das ja. Geistige Wesen. Ja. Hat nichts mit Vergangenheit zu tun, das Gewesene, weil das ist immer. Ja. Okay, das ist also sein Sohn in uns. Das ist der Benno. Und das ist das Haus seines Sohnes. Das ist das, wo ich dich versuche hinzuführen. Und jetzt schauen wir uns den Benno mal genauer an. Und da wird es natürlich ganz interessant, da will ich jetzt da gar nicht so weit reingehen, wir schauen bloß diese eine Stelle da unten an. Benno, der neugeborene Sohn, der Wiedergeborene, und das ist Phönix aus der Asche. Ja. Und Asche ist mehr, ist ganz interessant, wenn ich Asche schreibe, wenn ich das hebraisiere, dieses Wort wieder, die Lautwesen, dann kriege ich zuerst einmal die Frau. Ja. Das heißt, du bist aus einer Frau geboren, aber es geht nicht um diesen Körper, den du dir zusprichst, sondern es geht um den, der zurzeit sich in dieser Personifizierung erlebt. Und du wirst immer wieder in neuen Körpern wiedergeboren werden. Darum ist es eben der Phönix aus der Asche. Ja. Da liegt dann das Weltliche mit drin. Du weißt es, wenn wir das auf Hebräisch nachschauen. Ja. Und ich behaupte, dass ich du bin. Du bist es. Du bist schon so oft wiedergeboren worden. Du hast schon so viele Bücher gelesen. Du bist bloß jetzt vollkommen im Zustand der Vergessenheit. Und das Ganze mit dem zeitlichen Denken hängt alles hier zusammen mit dem Christopher Nolan. Mhm. Weil diese Filme ganz, ganz massiv das in einem riesengroßen Zustand hier offenlegen. Ob das Memento ist, ob das Inceptions ist, und immer dran denken, Inceptions hast du eigentlich beröschelt im Anfang. Ja. Hauen wir mal da noch ein bisschen rein, und dann wirst du irgendwann einmal merken, das ist alles das Trügerische in den ganzen Diskussionen, der diskutiert ja nicht, aber das sind etliche Besprechungen von dem Film drin, wo welche diskutieren, wo immer das große Problem ist, man lässt nicht los von dem zeitlichen, chronologischen Denken, dass ich mir jetzt was in die Vergangenheit denke oder in die Zukunft denke. Auch Menschen können invertiert werden. Wir werden in beeindruckenden Szenen sehen. Auch Menschen können invertiert werden. Was heißt eigentlich invertieren? Das kannst du jetzt selber nachschauen. Wenn was invers wird, es wird umgedreht. Da steckt das Tier übrigens schon mit drin bei invertieren. Ein Tier. Der Mensch ist ein Tier, der taucht auf, wenn du ihn denkst, und der wird wieder invertiert, der wird wieder zurückgeholt, wenn du ihn nicht mehr denkst. Das gilt auch für deinen eigenen Körper. An dir selbst, dir, Geist selbst, verändert sich dabei überhaupt nichts. 200 Gramm rote Knete bleiben 200 Gramm rote Knete. Und dieser Zwang, ständig versuchen, seinen Trockennasen auf dem Eben möglichst lang am Leben zu halten, das ist die materielle Falle, an der jeder von dir ausgedachte Mensch zurzeit hängt. Und warum? Weil das noch Spiegelbilder sind von deinem eigenen Programm. Ja. Das war das Schöne jetzt, dieses letzte Gespräch, wo ich gesagt habe mit der Inge. Es tut weh, aber es ist so. Mach dir bewusst, wie weit du noch unbewusst identifiziert bist. Du dich infizierst, habe ich gesagt, mit dem, der du zu sein glaubst. Hast du dich schon komplett gelöst, dass wenn du an dich denkst, an das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, dass das für dich vollkommen wertfrei genauso ein Gedanke ist, wie wenn du an irgendeinen anderen denkst? Dass du überhaupt nicht mehr das Gefühl hast, das bin ich jetzt, der bin ich mehr, ich bin jetzt mehr der Redo, wie ich der Udo bin. Und ich bin jetzt mehr der Brösel, der vom Computer sitzt, wie irgendeiner Figur, wie ein Redo, ein Udo, den ich mir jetzt ausdenke innerhalb dieses Gespräches. Das sind alles Bewertungen, die eigentlich Blödsinn sind. Du bist immer, und es sind einfach nur, wertfrei betrachtet, einfach nur ständig wechselnde Informationen in dir. Wie Figuren sich durch
gegen eine vorwärtslaufende Zeit bewegen, durch eine rückwärtslaufende Zeit bewegen. Nolan das nimmt ist ein großes Problem, wenn ich jetzt den Computer nehme. Ich habe eine Datei, wo alle Bilder gleichzeitig drauf sind. Und jedes Bild, das in mir auftaucht, das aufblitzt als Einzelbild, das taucht auf, wird aber nicht aus der Datei entnommen. Und ob das vorwärts oder rückwärts läuft, ist schon wieder eine Interpretation von den Bildern selber. Dass ich ein Zeitfenster sehe und dann interpretiere ich, ach, der läuft ja rückwärts, das läuft ja vorwärts. Ja. Das sind doch schon wieder Interpretationen. Ja, aber von wo nach wo läuft das eigentlich hin? Wenn ich immer wieder sage, wenn du Bilder anschaust, da bewegt sich ja nichts. Ja. Es gibt in dem Punkt unserer Kamera Obscura, gibt es keine raumzeitliche Bewegung. Das ist nur ausgedacht, weil ich mit Zeitfenstern arbeiten du, mit Vorstellungen arbeiten du, wo ich aufspanne, wo aber auch alles jetzt ist. Das ist absolut einfach. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, meine Sache, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Wo du beim ersten Mal hören sagst, das ist unmöglich. Und dann kriegst du die Lösung und du stellst fest, es gibt nicht bloß eine Lösung, sondern ein ganzer Haufen. Und die sind alle vollkommen logisch. Du musst nur einmal loslassen von dem Trugschluss, man kann kein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Und all die Probleme, die du erlebst, all die Angst, all die Schmerzen, die du erlebst, haben dieselbe Bibifax-Ursache. Hier das Vor- und Zurückspulen, das wir ja aus dem Heimkino kennen und das wir auch hin und wieder anwenden, wirklich einmal wörtlich. Etwas nämlich, was im Kino sonst eigentlich ja nicht geschieht. Da verläuft der Film linear. Aber tatsächlich spielt Nolan mit diesem Effekt des Vor- und Zurückspulens. Durch Schleusen kann man dorthin gelangen, wo schon etwas geschehen ist, beziehungsweise jetzt bald geschehen wird. Der gesamte Film geht... Es ist schlichtweg und einfach, das kann man jetzt dann nochmal abstellen, ich mache mal den Redo wieder. Dieses Durchschleusen kann man dorthin gelangen, wo schon was geschehen ist. Es ist das Einfache, was du an deinem Computer machst, wenn ich sage, all das, was geschieht, kann bloß jetzt geschehen und du kannst jetzt zurückspringen in Dateien, du kannst dir eine Ohrenbarung hochholen, die du schon vor jetzt gedachten 5 Jahren oder 10 Jahren gelesen hast, kannst du die wieder hochholen. Und du kannst dir auch Ohrenbarungen hochholen, die in der Holofeeling-Seite drauf sind, die du noch nicht gelesen hast. Dann springst du in die Zukunft. Aber was auftaucht, taucht jetzt auf. Wo du begrenzt bist, ist, dass natürlich hier du nur die Sachen hochholst, wo du sagst, das ist logisch. Ist auch immer wieder das Internet, wenn du in einem Traum am Internet sitzt, am Computer sitzt, muss dir klar sein, dass jede Internetseite, die du hochholst, aus dir selber kommt. Ja. Aber welche diese Internetseiten interessieren dich, die prinzipiell zugänglich sind? Nein. Und jetzt könnte ich wieder sagen hier, dass die Holofeeling-Seite von der Diana, wo die ganzen Bücher drauf sind, dass das eigentlich, sage ich einfach mal ganz symbolisch, das wäre nur das deutsche Internet. Hast du dich schon mal ganz bewusst in ein ausländisches Internet reingehabt? Dass ich immer wieder sage, hast du schon mal geschaut, israelisches Internet dir anschaut oder das französische Internet oder das amerikanische dir anschaut? Die sind ja auch da. Aber die entziehen sich ja vollkommen deinem Interesse. Wären aber prinzipiell für dich zugänglich. Und es geht nicht um Filfisserei. Man kann das immer wieder wiederholen, das sind die einfachen Sachen. Das ist, ich kann das komplex machen, darum sage ich, stürze dich zuerst einmal auf das einfache Verständnis. Mach dir bewusst, wie du zurzeit funktionierst. Der Sinn des Lebens ist, dieses Programm zu durchschauen. Und du wirst nicht eher wach werden, erlöst von deinem Körpergefängnis, bevor du das nicht vollkommen durchschaut hast. Das war das Gespräch mit der Inge. Zeit spielt dabei, wenn ich immer sage, keine Rolle. Es ist eine einseitige Aussage und dann doch wieder. Weil jetzt muss ich zuerst wissen, dass die Zeit selber, die augenblickliche Erscheinung, ist der Mittelpunkt. Aber ich spanne mir halt jetzt auf und dann fängt sich das um mich herum zu drehen an, wo ich aber immer nur in eine Richtung schaue. Das ist ja sehr einseitig perspektivisch, was ich mache. Und das ist ein einfaches Spiel und da muss ich mir immer wieder sagen, wenn das so normal vor sich hinfließt, dieses Denken habe ich. Jetzt, wenn ich schon sage, habe ich keine Probleme, du hast immer Probleme. Jeder Moment ist ein neues, vorgelegtes Moment. Aber dass ich mir wirklich einmal bewusst mache, inwieweit ist noch der Glaube in mir drin, dass ich dieser Körper bin? Inwieweit habe ich Angst, den Körper zu verlieren, weil irgendwas in mir drin ist? Das ist doch die Logik, die ich zum Denken benutze, das mir einredet, wenn ich den Körper nicht mehr habe, dann gibt es mich ja nicht mehr. Das ist ganz schön, was der Udo uns erzählt. Aber
Ja, aber. Das sind immer die Allerliebsten. Die sagen, du hast ja recht, aber. Ich sage nicht, du hast recht, aber, sondern ich sage, du hast recht, aber nur ein bisschen. Das ist ein Unterschied. Ich sage aber, weil das ist Unbewusstheit. Das heißt, ich habe kein Argument, das, was du sagst, zu widerlegen, aber es stimmt dann doch irgendwie nicht. Das ist es, wenn ich aber sage. Und du musst sagen, du hast recht, aber nur ein bisschen. Das ist das, was ich sage. Ich sage dir jetzt die ganzen Hälften, die du nicht siehst und die du immer wieder abblockst, weil du sie nicht hören willst. Weil für einen, der sich hundertprozentig sicher wähnt in seinem materialistischen Wahn, dass er dieser physische Trockenhausenaffenkörper ist und dass es ihn ohne diesen Körper ja nicht geben würde, weil er ja glaubt, er ist dieser Körper und wenn sich der Körper auflöst, bin ich auch weg. Der wird leiden bis in alle Ewigkeit. Und da muss ich auf Kleinigkeiten achten, wie jetzt bei der Inge. Darum habe ich dieses Beispiel, ist ja auch nur ein Gedanke. Es geht nicht um irgendwelche Gedanken. Ich drücke es mal einfacher aus, wenn ich sage, ich bin ein Wegweiser. Du solltest irgendwann einmal begreifen, der Wegweiser als Ding an sich ist vollkommen unwichtig. Die Richtung, wo er dich hinweist, wenn du ihm vertraust, ist richtig wichtig. Und der Udo jetzt als Ding an sich, den du dir jetzt ausdenkst, der als Mensch, als Brösel deine Information ist, ist vollkommen unwichtig. Das, was dir dieser Wegweiser, was ich dir in Form vom Udo jetzt mitteile, ist für dich wichtig. Und das Erste, was ich dir mitteile, dass ich du bin. Nicht der, der du zu sein glaubst, sondern der, der du bist. Du bist der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Das sind ganz einfache Sätze. Und du denkst dir jetzt hundertprozentig sicher den Redo und den Udo genauso aus, wie du den ausdenkst, der vom Computer sitzt. Bloß den empfindest du jetzt sinnlich wahrgenommen, wenn du an deinen Körper denkst. Und das ist das Problem. Jetzt gehst du in die vier Stufen der Vergessenheit. Ja. Es ist die totale Abkapselung von sämtlichen Informationen. Wir können jetzt diese vier Stufen der Vergessenheit, mache ich das nochmal genauer in Bezug auf das, was du ich nennst. Angenommen, es zeichnet einer eine Karikatur von dir und du siehst dann diese Karikatur, dieses gezeichnete Bild, dann wirst du durchaus schon sagen, das bin ich, wenn du gut getroffen bist, als Zeichnung. Das bin ich, obwohl du glaubst, du bist nicht die Zeichnung. Jetzt könnte ich sagen, wir machen eine Fotografie von dir, was ja noch realer aussieht. Dann wirst du auch sagen, das bin ich, aber du wirst nicht behaupten können, ich bin diese Fotografie. Das sind jetzt auch die vier Stufen der Vergessenheit. In dem Moment, wo du wirklich an den sinnlich wahrgenommenen Körper denkst, dass diese Information in dir vorliegt, da bist du jetzt hundertprozentig sicher in der Höchststufe der Vergessenheit, weil du sagst, du jetzt ganz sicher, das bin ich. Und da kann der Udo tausendmal sagen, wie oft oder wie lange sitzt du da und grübelst über irgendwas nach, wo kein Hauch an Information von diesem Körper vorliegt. Du bist auch dann da, wenn du nicht an den Körper denkst. Warum hast du so eine Riesenangst? Weil du immer noch in dem Wahn lebst, dieser Körper zu sein. Und dann kommt die Schizophrenie, dass du ihn wieder loshaben willst. Es sind diese Filmfacetten, wenn ich sage, du bist ja bloß ein dummer Affe. Und dann reagierst du beleidigt, obwohl ich dir nur das erkläre, was du glaubst. Im wahren Spiegel, ja. Und dann willst du komischerweise kein Affe sein, das dumm streichen wir mal weg, das bleibt sich aber gleich. Aber dann wiederum versuchst du mit aller Gewalt, ihn möglichst lang am Leben zu erhalten. Und wenn du das dann mal ganz wertfrei siehst, in was für ein Wahn du dich da hineingeschaufelt hast mit dem Wissen deiner Lehrer und deiner Erzieher, wo ich immer dazu sage, dass du dir natürlich jetzt nicht raussuchen konntest, das aber maßgeblich dafür verantwortlich ist, was du zurzeit für eine Traumwelt erlebst. Es ist wie in dem Westworld, in dem Kinofilm, wo ich sagen kann, du kannst jetzt ganz, ganz gezielt oder hier in diesen ganzen Zeitreisenfilmen. Du kannst ein Mittelalterbuch genauso lesen im Jetzt wie ein Science-Fiction-Roman. Ja. Das ist der Intellekt in dir, macht die Bilder, der macht auch die Naturgesetze. Draußen gibt es nichts. Halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Mach dir erstes, zweites Gebot. Mach dir kein Bild von dir selbst und mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Das ist die Hand, die ich dir reiche. Du kannst dann noch beißen oder nicht, mir ist es egal. Und dann kommt immer wieder der Zweifel, wo ich sage, ich will dann andere überzeugen. Und das erzeugt meistens nur noch mehr Konflikt. Fordere, dein Wille geschehe. Das ist so der Zwiespalt, wo man jetzt hat, wenn du die aktuellen Bilder siehst in Berlin. Ja.
Es passiert, es wiederholt sich die Geschichte. Lies den Kohle, den Prediger. Ja, nichts Neues in dieser Welt. Ja. Menschen, die du dir ausdenkst, sind nicht lernfähig, weil du nicht lernfähig bist. Es ist immer im Guten. Wo liegt jetzt der Unterschied, wenn hier Nazis aufmarschieren und irgendwelche Versammlungen niedergeknüppelt haben in der jetzt ausgedachten, von uns angelesenen Vergangenheit, oder die macht jetzt, die Polizei macht es. Immer mit den, die das machen, sind immer davon überzeugt, dass sie die Guten sind. Genau. Bist ja auch überzeugt in deinem ganzen Denken, dass du der Gute bist. Ich sage, das, was dir logisch erscheint, ist gut. Darum wiederhole ich immer wieder, wenn du in die ganzen christlichen Sekten gehst. Oder die offiziellen christlichen Kirchen. Dass hier das Wesentliche der christlichen Lehre überhaupt nicht verstanden ist. Sorge dich nicht um morgen. Liebe deine Feinde. Liebe alles, was dir böse, schlecht, falsch und verkehrt erscheint. Das sind genau diese Kehrseiten, die du für deine Heiligung brauchst. Und die kannst du nicht erreichen. Du wirst merken, wenn du das mit ganz klaren Worten ansprichst. Du hast nur Hass. Es ist wie ein Computer, der immer wieder dasselbe wiederholt, ein Cleverbot, der nicht anders kann, weil er so programmiert ist. Und es ist nicht ein Hauch von Geist, der das erkennt. Du musst der Geist sein, der das erkennt. Du hast es doch dann bloß mit Spiegelbildern zu tun. Du willst jemandem was erklären, weil du eigentlich nicht verstanden hast, was ich dir sage. Jetzt ist natürlich immer wieder die Zwiespalt. Du wirst von mir keine einseitige Antwort kriegen. Soll man sich jetzt an die Corona-Regeln halten oder nicht? Ich sage immer wieder, zuerst einmal gibt es Kaisers, was des Kaisers ist, dann hast du keinen Ärger. Nee. Ja, aber dann wird sich ja nichts verändern. Wir müssen doch demonstrieren, wir müssen doch auf die Straße gehen. Ich sage doch, nicht einverstanden sein, hast du es immer mit Feindbildern zu tun. Ich sage, liebe die, lass es einfach geschehen, mach das Opferlamm. Dann verändert sich die Sache. Du musst der Erste sein, der damit beginnt, der nicht mehr gegen irgendwas demonstriert. Der einverstanden ist, weil das auch Facetten sind, die zum heiligen Ganzen gehören, die du ja immer noch wegkommen willst, weil du Einseitigkeiten anstrebst. Das große Machtdogma ist schlichtweg und einfach die Angst. Diese Angst, die dich anfällt, das, was du lebensbedrohlich nennst, das ist ein Bezug, dass meinem Körper was passieren könnte, das ist natürlich die größte Angst, aber was auch genauso große Angst ist, dass man dir deine Lebensgrundlage unter den Beinen wegzieht, das ist nämlich das Geld. Dass du den Arbeitsplatz verlierst, wir müssen ja alle konsumieren, dass die Wirtschaft weitergeht. Es ist alles so unendlich geistlos. Geistiges Leben hat auch nichts damit zu tun, dass du hirnlos konsumierst. Und Geld, da kann ich immer wieder, das habe ich vor 30 Jahren schon erzählt, Geld ist ein Maßstab für Werte. Es ist kein Wert. Alles, was den Menschen nutzt, ist was wert. Selbst jetzt, wenn ich mich als Trockennasenaffe denke, da gibt es ganz andere Systeme, die sich dem jetzigen System hier komplett entziehen. Und da ist kein Schuldiger da außen. Du kannst dir jetzt Illuminaten denken, Verschwörungstheoretiker denken oder Offizielle oder Reiche, egal was du dir denkst. Es wird so sein, wie du dir das ausdenkst. Da außen ist gar nichts. Und was du dir unbewusst ausdenkst, wo du dir ja glauben magst, dass da außen das so und so funktioniert, was dir gar nicht läuft, dass es für dich so ist, weil du dir das so denkst. Dass die Gedanken, die du denkst, nichts dafür können, dass sie von dir gedacht werden. Die positiven genauso wie die negativen. Wenn du jetzt den Udo ganz super toll findest, als Geschenk empfindest, hat der Udo keinen Einfluss mehr drauf. Und wenn du ihn als einen Schwätzer und einen Satan definierst, gibt es auch einen Haufen, der Teufelszeug verbreitet, dann ist es so für dich. Namen sind jetzt austauschbar. Was dir überhaupt nicht klar ist, was ich dir erkläre, dass du dafür verantwortlich bist. Wer sollte denn sonst für deine Gedanken verantwortlich sein? Dann könnte ich jetzt sagen, gut, mein Programm. Aber jetzt wirst du schon merken, du musst dich von dieser Ebene der Unterwürfigkeit komplett lösen und du musst dich darüber stellen, beziehungsweise darunter. Die Seiten können wir ja wieder austauschen. Die Spiegelung. Fällt mir was ein oder taucht was in mir auf? Weder noch. Es kommt aus mir, beides gleichzeitig. Solange ich die Quelle für irgendwas nach außen denke, ist es keine wirkliche Quelle. Eine ausgedachte Quelle ist nicht eine absolute Quelle. Ein ausgedachtes Innen ist nicht Innen, sondern das ist schon Peripherie. Weil mir reine Gedanken wird. Ganz einfache Sätze. Und ich sage immer wieder, es trennt die Spreu vom Weizen. Und irgendwann wird man akzeptieren, dass alles, was zu existieren beginnt, an Menschen in mir,
dass es wirklich nur Figuren in einem Traum sind, Existenzen. Und Existenzen sind vergänglich. Und dann werde ich irgendwann einmal erkennen, ich bin der Einzige, der ewig ist. Und dann bist du ich. Und ich bin ganz viele. Gibt es übrigens auch schöne ISO-Bücher. Ich bin so viele. Es ist ja überall das Körnchen Wahrheit, aber dass man das so absolut irgendwann einmal erkennt, das ist dann, dann beginnt die Verzauberung der eigenen Wirklichkeit. Ja, Redo, so ist das Leben. Ja, das, ich finde einfach das elementar, dieses Splitscreen-Beispiel auch, das muss einfach da wieder so offensichtlich, oder mit unterschiedlichen Programmen erzeugen, unterschiedliche Traumwelten und dahinter verbirgt sich ein Geist, Punkt, Schluss. Diese herrlichen, auch die großen Vorträge, alle die jetzt drin sind, wenn man die wirklich, jetzt einmal nicht so die kleinen Selbstgespräche, wie das jetzt eins ist, ja, wo du lebst, sondern du gehst ganz einfach mal auf die Internetseite hier jetzt vom Redo, jetzt rede ich einmal normal, und dann geh auf die Playlists. Ja. Es geht nicht um diese Einzelgespräche mit den Bröseln, die auch alle sehr wichtig sind, sondern geh auf die Playlists. Schau dir wirklich, nimm dir, bevor du dich irgendwie, ist ein Tipp von mir, es ist rein ein Vorschlag, ein gut gemeinter Vorschlag, kein Zwang. Bei Holofeeling gibt es keinen Zwang. Und schau dir wirklich einmal diese ganzen Vorträge an, ob das die Fiegenstall-Vorträge sind, diese Aufzeichnungen, die Blindfeld-Vorträge, in Weißenbruch-Vortrag. Jetzt, das sind immer Paradiso, die letzten zwei Teile zumindest, was als Vortrag aufgezeichnet ist. Und lass das auf dich wirken. Nimm dir die Zeit, halt auch mal inne, wenn ich schnell den Gematrie-Explorer aufmache und bloß kurz was anspreche, dass du anhältst, auf Stopp gehst und es wirklich einmal ganz durchdenkst. Du hast so unendlich viel Zeit. Und immer dran denken, ich sage dann, wenn du dann wieder, du musst ja immer auch den Wechsel haben, wenn du dann wieder in dieser Normalität eine Rolle spielst, spielt eine Rolle weiter, aber beobachte dich. Du musst dich ständig beobachten, dich. Das, was du zu sein geglaubt hast ein Leben lang. Verlagere deinen Fokus auf dein Wertesystem. Mach dir bewusst, wie viele Sachen du nicht haben willst, mit wie vielen Sachen du nicht einverstanden bist. Mach dir als Geist bewusst, wie das, was du jetzt beobachtest. Ich habe ja gesagt, du musst dich komplett lösen von dem Ich-Gedanken, dass du der bist. Das ist einfach nur eine Information. Egal, was in dir auftaucht, ob du an dich selbst körperlich denkst oder an andere oder gar nicht an irgendwelche Körper denkst, weil du eine Landschaft anschaust und sagst, ist das schön, dass du dich da komplett gelöst hast, du begreifst, ich träume jetzt, das sind nur Bilder, die aus mir kommen für einen Moment. Holofeeling heißt, ich bin all diese Bilder, dieses Holo, dieses Ganze, das Hologramm, Feeling. Das ist Fühlen, habe ich gesagt, das ist Aufwillen, aber es ist natürlich, dass man das nur vielfältig setzen kann, das FE. Chemisch gesehen ist es das Eisen, ich habe das auch gesagt, das ist das Element 26, das ist Jahwe. Dann haben wir FEL. Jahwe ist Gott. Und gibt es noch viele andere, das FE kann ich auch als BE lesen. Dann habe ich das Hier und das Jetzt. Und dann kann ich das L als 70 lesen, dann habe ich ein Joch. Ein Wort wird der 400 Seiten buch und das ist immer dieses 400 ist nur ein Symbol, das wird unendlich mehr. Es ist wie mit dem Mandelbrot-Fraktal, wo du dich reininterieren kannst, wo immer wieder ab gewissen Berechnungstiefen beginnt wieder eine Selbstähnlichkeit, die zwar komplett ein eigenständiges Individuum ist. Das ist ja mit der Entelechie hier in Dennett. Ein großer Trugschluss und dann doch kein Trugschluss, wenn wir das anschauen. Die Entelechie, wir sollten ja fast einmal, diese Wörter sind das Universum, wenn ich so heißt, das in eins gekehrte. Kosmos heißt Ordnung. Was lösen die Worte in dir für Vorstellungen aus? Schon die einfachsten Worte, die deutschen Worte, die so missverstanden werden. Die Fakten. Die Vorstellung von richtig. Es ist Entheiligung von Worten, es ist Entheiligung von dir selbst. Im Anfang war das Wort und alles, was geworden ist, ist Wort. Ein doppelt aufgespannter Ort. Du liebst in der Heiligkeit und wirst ewig dich in der Heiligkeit befinden. Interessant wird das Spiel wirklich erst, wenn man anfängt zu leben, ohne zu vergessen, was man ist. Ja. Was man wirklich als wirkendes Licht ist. Die Lampe im Projektor. Die kann so viele Filme in Einzelbildern abspielen, ohne dass sie einen einzigen Zucker macht. Das ist diese Ruheenergie. Ich habe da übrigens so Kleinigkeiten, wenn man diese Spiegelungen, gerade jetzt in der Dora, wo du sagst, wenn du reingehst, muss ich ganz kurz nochmal
Bild übertragen. Die Schrift, das habe ich ja gerade schon gemacht in dem Tenet. Die habe ich jetzt aber weiter noch geführt. Die ist noch nicht veröffentlicht. Da haben wir zum Beispiel nicht bitte, steht ja schon drin. Ich fahre mal ganz kurz in die Spiegelungen runter. Schau, das ist drittes Buch Mose 13, 14. Okay? Zweites Buch, Kapitel 3, Entschuldigung. Mose 2. Und Mose sprach: Wenn ich zu den Kindern Israel komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich gesandt, und sie mir sagen, wie heißt sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und Gott sprach: Ich bin, der ich bin. Schau mal, die, wie ich jetzt das geschrieben habe. Ich bin, der ich bin. Und ich bin, der ich zur Zeit zu sein glaube. Das ist die Vergessenheit. Das ist dieses Ich steht vorm Bücherregal. Ja. Und dieses Ich hat jetzt ein Buch in der Hand und ich bin jetzt der Ich, das ist das Ich, das Programm, das Buch, was ich Programm nennen, Konstrukt werde und Interpretationssystem, zwingt dich mit einem kleinen Ich, mit einer Person zu verwechseln, der ich zur Form gewordene Zeit, der ich zur Zeit zu sein glaube. In der folgenden Tabelle sehen wir die Wörter 7, 6, 5, 4, das ist ja in dem Buch, geht es ja um 4, 5, 6, 7, du kannst dich erinnern. Wir können sehen, dass der Zahlenwert 345 von Mose und das Ziffernanagramm 543, der Phrase Ich bin, der ich bin, gespiegelt ist. Siehst du, interessant, das sind hier 2 mal 3, dann 4455. Ja. Wenn wir auf die gleiche Weise den Namen Mose, da weiß ich übrigens in Du bist dich nicht hin, da steht es ja schon drin, den Buchstabenanagramm der Moschee und Hashem ist nämlich auch gespiegelt. Genau, ja. Das ist die jüdische Bezeichnung für der unaussprechliche Name. Da bin ich ja drauf eingegangen mit den Hashem. Genau. Es ist praktisch, wir haben hier eine Zahlenwertspiegelung zwischen den Mose und wir haben eine Buchstabenspiegelung zwischen dem Mose und dem Namen. Ja. Es geht immer nur um Spiegelungen. Der Name plus Ich bin, der ich bin, beide zusammengezählt, gibt dann 888, das ist das griechische Wort für Jesus. Aber das wiederum hebräisch hingeschrieben, die zwei, heißt auch der Name vom Lamm, das ja. Lamm der Offenbarung. Das sind natürlich alles immer Zufälle, wenn ich sage, wenn der andere das wegtut als religiöses Geschwätz, das ist tausendmal präziser wie die Naturwissenschaft, die natürlich auch stimmt. Da weise ich immer wieder darauf hin, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht richtig ist, was irgendeiner in deinem Traum von sich gibt, was der äußert. Es sind aber nur Perspektiven vom Heiligen Ganzen. Und da haben wir ja dann, ich bin Gott der Allmächtige, dieser Allmächtige ist ja Pi, 3,14. Ja. Das ist, blau gelesen, ist das entweder das Wissen deines Intellekts oder die Weisheit Gottes. Die Frage, weißt du schon, was die Ludolfsche Zahl ist? Was die letzten Endes bedeutet? Das Spiel bin ich auch schon, glaube ich, ein bisschen drauf eingegangen. Das ist jetzt zum Bauch so eine Stelle, die beiden Wortstellen, das ist ja dieses, wenn jetzt es ist, ist es, E-Quadrat ist Bewusstsein, ja. I-C-H-J-C-H, spricht S-B-R, Sefer. Ja. Das ist jetzt die bewusste Weisheit im Kopf, ja. Ist J-C-H, das ist die bewusste Weisheit. Gott ist ja Pi, die 2T, ja. 400, 400 gegen 800, das NP ist Pi. Ja. Die Ludolfsche Zahl, das ist 86, UB 86. Meinst du, wie das alles ineinander greift? Ich habe mir doch nicht umsonst jetzt als Brüssel Udo in deinem Traum diesen Namen gegeben. Aber ich betone nochmal, diese gedachte Figur Udo ist wie ein Wegweiser, als Ding an sich vollkommen unwichtig. Nur das, was dir der Wegweiser mitteilt, was dir dieser Udo mitteilt, ist für dich Geist wichtig. Der Wegweiser wie der Udo ist eine Existenz, einfach nur was auftaucht und wieder verschwindet. Und jetzt haben wir dieses Es ist Licht, das ist Geist. Übrigens haben wir da die 43, da bin ich schon drauf eingegangen. Mag, der Zaubermeister. Ja. Dann das blaue Licht. Das ja. sind die zwei Lichter. Und die kannst du jetzt dann auch wieder, die kann man so verknüpfen. Schau, die Wortstellen dieser beiden Worte, es ist Licht im Fass. Das ist also es ist und Licht. Mhm. Sind die Stellen 3 und 4. Da haben wir wieder Gattak, Glücksgott, Jupiter, nicht ich das, der Fisch. Und die Wortnummer in der Bibel sind 24 und 25, gibt 49, 7 mal 7, das ist der Ausdruck dafür, wenn man etwas
vervollkommnet und es zur absoluten Perfektion bringt. Um meine Schöpfung zu vervollständigen, schuf ich UB zu meinem rein geistigen ewigen Licht auch noch ein Licht geschwind, gleichzeitig transversal symmetrisch auf und ab schwingendes physikalisches Licht. Das ist dieses Spiel, wenn du das Bild anschaust. Und jetzt schauen wir uns dieses Gesche mal an. In dem Geschwind, Wind ist ja Ruach, die vier Weltgegenden. Dieses Geschim, können wir zuerst einmal geistiger Logos oder intellektuelle Logik, heißt hier, tritt hinzu, tritt heran, mach Platz, mach, dass du wegkommst, Nähe, rücke heran, vor du näher, komme, erreiche du. Schau mal, total wert, 303, Hüben 3 und drüben 3. Atmaschwert, Hüben 2 und drüben 2, weil die Synthesen fällen. Ja. Das sind alles an tiefen Sinnen, glaub es mir. Ja. Dann machen wir das Eder in symmetrisch. Schauen wir mal, was das Eder bedeutet. Ausschmücken, begrenzen, illustrieren, krönen, umkreisen, verzieren, umkreisen. Da steckt das Keder mit drin. Ja. Wenn der Augenblick zur Reihe wird, deine augenblickliche, das umkreist dich, das begrenzt dich. Und das Ich, wissen wir, ist zu Form werden. Kann ich gleich symmetrisch, Eder-isch. Ja. Intellektuelle Logik erschafft jetzt das Bestehende, die Existenz, das Vorhandensein. Und wo ist das Vorhandensein? Dieses HWH im JHWH, das ist deine Gegenwart. Unglück heißt, eine aufgespannte Existenz ist eine Welle, geil. Das ist dein Glück, dass überhaupt was da ist, weil was wärst du, wenn du jetzt nicht träumen würdest? Ja. Interessant, auch kapitalisierend, ein todbringendes Verbrechen, aber Tod hast du einfach nur so viel. Plötzlich sind so viele verschiedene Gedankenwellen in dir drin, die du letztendlich selbst bist. Es ist ja dein Besitz, es sind auch deine Gedanken. Stimmt oder stimmt? Ist nicht alles, was du denkst, sind es nicht deine Gedanken? Jetzt denk dir Welt aus, denk dir heliozentrisches Weltbild aus. Es ist jetzt ein Gedanke, sonst hast du mal nur Worte. Was für Vorstellungen baust du auf? Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Und da kann ich tausende Male sagen, solange der Zweite in dir mächtig ist, vertraust du Sachen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Zum Beispiel der Glaube, dass die Erdkugel auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst. Wie willst du das überprüfen? Das ist natürlich bisher dein bisherig ausgedachtes Leben, ist das als hundertprozentig sicher bewiesen. Dann sagen wir wieder, wie definierst du einen hundertprozentig sicheren Beweis? Ich beweise dir, dass hundertprozentig sicher 99,9% aller religiösen und physikalischen Glaubenssätze Hirngespinste sind, die du aufgrund von dogmatischen Dennett-Glauben in dir verwirklichst. Ja. Mit dem Vorher- und Nachher-Denken. Das symbolisiert Dennett. Du musst einfach der Erste sein. Du musst nicht irgendwelche Gedanken von dir, von irgendwas überzeugen. Es muss dein absolut sicherer Glaube sein und den hast du dann, wenn du nur noch an Sachen glaubst, die du auch hundertprozentig sicher jetzt überprüfen kannst. Und das kannst du bei Holofeeling machen. Aber mit keinen anderen Glauben der Welt. Ja. Weil das nur Dogmen sind. Und das musst du verstehen. Und nicht irgendein Gedanke von dir. Und das Hauptproblem, das Vorgelegte, was du kriegst, solange du ständig meinst, du müsst irgendeinen Gedanken, irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst, müsstest du für irgendwas überzeugen. Es ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, aufzugeben, irgendeinen Gedanken von dir, von irgendwas überzeugen zu wollen. Jetzt kannst du natürlich wieder unbewusst sagen, ja, das versucht ja der Udo auch. Also hast du nicht zugehört. Ich sage, ich erkläre doch das nicht irgendeinen Gedanken von dir. Ich erkläre es dem, der sich das jetzt alles ausdenkt, was er sich ausdenkt. Den Redo, den Udo und alle anderen Menschen. Und dem Brösel, der jetzt vom Computer sitzt. Diesen Gedanken erkläre ich das nicht. Ich erkläre es der Quelle für all diese Gedanken und das bist du. Und dann wirst du irgendwann einmal ich. Rot geschrieben. Jetzt lassen wir es gut sein. Super. Danke, Udo. Bis gleich. Bis bald.